Shakira äußert sich erstmals zu ihrem Liebesaus. 11 Jahre geht die Musikerin mit dem Fußballprofi Gerard Piqué durchs Leben. Zusammen bekommen die beiden die Söhne Sascha und Milan. Vor wenigen Monaten machen dann allerdings Gerüchte die Runde, dass zwischen Shakira und Gerard alles aus und vorbei ist. Im Juni bestätigt sich dann leider das, was viele Fans schon befürchten. Shakira und Gerard gehen fortan getrennte Wege. Nach wochenlangem Dichthalten bricht Shakira dazu nun ihr Schweigen. Es ist wirklich schwer, darüber zu sprechen, vor allem, weil es für mich immer noch nicht vorbei ist, die Öffentlichkeit uns so sehr beobachtet und es dadurch nun mal keine normale Trennung ist. Paparazzi verfolgen nach ihrem Beziehungsende jeden Schritt und Tritt der 45-Jährigen und ihrer Kids. Dennoch bewahrt Shakira Ruhe und fokussiert sich auf das Wohlbefinden ihrer beiden Söhne. Es ist nicht nur für mich hart, sondern auch für meine Kinder. Besonders, weil sie sich mit ihrem Ex angeblich einen heftigen Sorgerechtskrieg liefert. Die unterschiedlichen Wohnsitze der Eltern stellen offenbar ein großes Problem dar. Shakira wünscht sich mit den beiden Jungs einen Neuanfang in Miami. Gerard macht dem Ganzen aber aktuell einen gehörigen Strich durch die Rechnung.